Deutschrap neu definiert. Typ ist Jacker, Gangster, eure Schwarzhaare durchtrainiert. Deutschrapper werden attackiert. Endboss Production bleibt auf der Überholspur. Die besten Plätze sind schon reserviert. Bin der Typ, der das Ghetto präsentiert. Es sind Kriminelle, die sich mit mir identifizieren. Kredibile Ausstrahlung, kriminelle Gesichtszüge. 24 Stunden am Tag kriminell motiviert. Der Typ, der dir dein Biss ruiniert. Wozu bist du bereit? Schau mir in die Augen und dir wird klar, ich bin zu allem bereit. Endboss Production, meine Crew ist jederzeit kampfbereit. Ich habe niemanden außer mir selbst etwas zu verdanken. Wenn ich mal gute Verkaufszahlen erreiche, werde ich mich nur bei meinen Fans bedanken. Mit digitaler Sonderstraße habe ich die ganze Deutschrap-Szene gefickt. Wir sind Brüder und Komplizen, das ist ein Leben auf der Überholspur. Wir sind geborene Anführer, das liegt in unserer Natur. Wir sind keine Rapper, sondern Gangster. Wir sind Brüder und Komplizen, das ist ein Leben auf der Überholspur. Wir sind geborene Anführer, das liegt in unserer Natur. Wir sind keine Rapper, sondern Gangster. Es sind Champagnerkorken, die im Sekundentakt knallen. Es sind meine Gegner, die jetzt wie Dominosteine umfallen. Wir sind die Bosse, die immer bauen, die mit Kreditkarte bezahlen. Es sind meine Straftaten, über die sie landesweit berichten. Wir sind es, die Feinde nicht bekämpfen, sondern einfach vernichten. 32 Monate und 10 Tage im Knast verbracht. Trotzdem nie ans Aufgeben gedacht. Bin der Boss, der über euch Witzfiguren im Deutschrap lacht. Stehe seit meiner Entlassung ständig unter Tatverdacht. Jetzt fehlen dem Bullen die Beweise. Ist klar, dass ich auf eure Gesetze scheiße. Ermittlungen verlaufen jetzt im Sand. Der persische Boss hält die Unterwelt in seiner Hand. Damals ging ein Rapper auf Europa-Tour. Ich ging mit 13 auf Einbruchstour. Bleib weiter stur, mein Leben ist Kriminalität pur. Wir sind Brüder und Komplizen, das ist ein Leben auf der Überholspur. Wir sind geborene Anführer, das liegt in unserer Natur. Wir sind keine Rapper, sondern Gangster. Wir sind Brüder und Komplizen, das ist ein Leben auf der Überholspur. Wir sind geborene Anführer, das liegt in unserer Natur. Wir sind keine Rapper, sondern Gangster.